Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Unboxing, beziehungsweise wollte ich euch einfach zeigen, was ich bei Crema so Schönes geshoppt habe, damit ich dann auch die restlichen Weihnachtsgeschenke noch einpacken kann. Das Video wird natürlich nach Weihnachten online kommen, damit die Beschenkten nicht sehen, was sie bekommen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Ich sitze auf meiner Couch mit so ein bisschen kuscheligem Oberteil, einfach so bequemen Klamotten und würde sagen, wir starten mit dieser Riesentüte. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so viel bei Crema geshoppt. Also erstmal, was richtig cool war ja, dass wir das dazu geschenkt bekommen haben. Also einmal eine kleine Müsli-Schüssel mit Leckerlis. Ich glaube, da hatte ich sogar schon mal ein Video zu gedreht. Da muss ich mal reinschauen. In dem letzten Crema-Haul hatten wir die, glaube ich, mal gekauft. Zimtpunschherzen und, Moment, Bratapfel-Vanillesterne. Und ich weiß noch, wir haben sie tatsächlich probiert. Das war noch, ich glaube, das war das Video mit der Lena. Und eins hat davon richtig gut geschmeckt, das andere hat richtig gut gerochen. Ich kann euch aber nicht mehr sagen, welches ist. Auf jeden Fall fand ich die gar nicht so schlecht, außer dass die ein bisschen härter waren. Ja, ganz süße Geste, ganz süße Idee. Wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen, die Tina und ich. Die Tina ist hier nicht mit dabei, weil die Tina sich nur eine Jacke gekauft hat. Die seht ihr ja in meinem letzten Video oder die habt ihr dann in meinem letzten Video schon gesehen. Das war dieser Reitmantel. Den wollte sie unbedingt haben. Und was richtig, richtig cool an dem Mantel ist, waren wirklich die Lichter. Auch hinten auf dem Rücken hatte sie ja einen. Und dadurch, dass wir immer ziemlich spät wieder zurückkommen, wenn wir unterwegs sind, ist das natürlich super, wenn wir an der Straße entlang gehen, dass wir erkannt werden und der Mantel zahlt sich da vollkommen aus. Und als späterer Reitmantel mit dem Reißverschluss hinten und den Knöpfen eine richtig gute Sache. So, würde ich sagen, machen wir mal weiter. Und da ich gerade von der Tina spreche, zeige ich euch auch gleich mal eines der Geschenke, die ich gekauft habe. Das andere habe ich online bestellt und ist auch schon gekommen, habe ich auch schon eingetütet, ist quasi hinter der Kamera, steht schon unterm Weihnachtsbaum. So, dann habe ich eine, jetzt muss ich selbst kurz überlegen, eine Abschwitzdecke, Entschuldigung, eine Abschwitzdecke habe ich für die Cora gekauft. Die ist nämlich aus ihrer letzten jetzt schon rausgewachsen. Ich glaube, das ist so ein Rotton, Moment, ja, so eine Fließdecke und Mahagoni, genau. Da haben wir jetzt eine etwas größere Nummer gekauft und vor allem hat die auch Bauchgurte und die Tina im Stall hat, hat leider keine. Und die sitzt einfach dadurch dann schon ein bisschen besser. Ich hoffe, es passt. Zur Not tauschen wir das Ganze einfach mal um. Ich muss mal kurz schauen. Genau, Active Fleece. Ja, also eine Abschwitzdecke wird es für die Tina. Das mal hier zur Seite. So, dann habe ich für meine Mama was besorgt. Die kam mich nämlich vor ein paar Wochen besuchen und fand meine Regenjacke richtig gut. Und die hatte ich ja schon bei Crema gekauft und hatte ich in meinem Holland-Urlaub dabei. Die wollte ich nicht missen, muss ich wirklich sagen. Also ich liebe diese Jacke und auch jetzt bei der Jahreszeit, sie ist super. Sie hatten noch welche. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das ist eine Jacke von Steeds. Kann euch die ja mal zeigen. Richtig schön innen drin gefüttert. Die Idee an sich kam von der Sarah und die hatte die, ich glaube, beim Mustang Makeover. Das war's. Beim Mustang Makeover hatte sie die an und da habe ich sie schon sehr beneiden müssen. Und für Holland wollte ich die dann auch unbedingt haben. Ich habe meiner Mama die in der gleichen Farbe gekauft wie meine, in Navy, weil das so, ja, das ist, glaube ich, somit die neutralste Farbe. Dazu passt alles, dazu geht alles. Wie gesagt, ist von innen ein bisschen gefüttert, hat eine schöne Kapuze und ich hoffe, dass sie sich darüber sehr freuen wird. Geht der Platz aus? Ja, das waren so die Weihnachtsgeschenke, die ich bei Crema besorgt habe und natürlich noch ein bisschen was für mich, wenn wir schon mal da sind. Einmal
ein Gärtenhalter. Wir haben mittlerweile so viele Gärten am Stall und die fliegen da immer irgendwie rum und dann suchen wir die. Jetzt nicht mehr. Ab morgen, ich nehme den morgen mit in den Stall, dann wird der befestigt und ab morgen hängen unsere Gärten 1A akkurat und wir müssen einfach nur zugreifen. Richtig gut. Das habe ich mir auf jeden Fall geholt und ja, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Dann sind meine Handschuhe kaputt gegangen. Also mussten es auch ein paar neue, gute Handschuhe sein. Die sind von auch Steeds. Ich glaube, Steeds und Felix Bühler, das sind so meine Marken. Ja, die hatte ich davor schon und die finde ich richtig gut. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange die gehalten haben, aber dadurch, dass wir natürlich auch immer Heunetze auffüllen und alles Mögliche damit machen, Wasserkanister schleppen und ich die, glaube ich, im Winter nur anhabe am Stall, es sei denn, so wie jetzt haben wir es schon wieder irgendwie 10 Grad, sind die wirklich, wirklich gut. Ne? Also die kommen jetzt auch wieder mit und werden gegen meine alten kaputten ausgetauscht. Ja, dann, was habe ich mir noch geholt? Ah, ein Stirnband zum Wechseln. Moment, ich muss einmal kurz schauen. Genau, das ist von Felix Bühler. Das habe ich schon in so einem Berry-Ton, würde ich fast sagen. Und jetzt habe ich mir noch einen in Schwarz geholt. Einfach, dass ich mal so einen kleinen Wechsel habe. Ne? Und ja, genau, von Felix Bühler. So, war natürlich noch nicht alles. Ich habe wirklich, das war ein erfolgreiches Shopping. Dann habe ich mir noch ein paar dünne Socken geholt. Als Westernreiterin trägt man ja auch Socken. Da habe ich jetzt aber auch die von Felix Bühler genommen, die ich dann unter meine Winterreitstiefel anziehen kann. Die sind nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn. Habe ich mir jetzt einfach noch ein paar mitgenommen. Ist auch in Navy. Und ja, ich würde sagen, es ist einfach nur so ein Standard. Moment, ich kann es ja mal kurz aufmachen, dann seht ihr das. Moment. So, genau. So sehen die aus. Ja, und zu guter Letzt, und ich hoffe wirklich, dass sie zu meinem Sattel passen, weil da war ich mir mit der Farbe nicht ganz so sicher. Aber das war schon länger ein Traum von mir, dass ich mir Vorderzeug hole für den Joey. So sieht das Ganze aus. Das werde ich die Tage mal befestigen und mal schauen, wie es aussieht, ob es von der Farbe her passt. Ja, und hoffe, dass das dann ganz schick aussieht. Das Ganze ist von Stone Deek. Ja, da bin ich mal gespannt. Hatte ich tatsächlich noch nie, habe ich auch noch nie benutzt. Würde es aber gerne mal dran machen und schaue dann einfach mal, wie es zu ihm passt und wie es so aussieht. Ja, und vor allem, ob die Farbe passt. Das wäre natürlich jetzt wirklich nicht so toll, wenn es nicht passen würde, weil dann müsste ich weiter auf die Suche gehen. Ja, ich glaube, das war's. Genau, ja. Das war mein Einkauf bei Kremer. Also wie ihr seht, sehr erfolgreich. Besonders die Weihnachtsgeschenke, das war mir so das Wichtigste. Und dann hatte ich noch so ein paar Sachen auf der To-Do-Liste. Eigentlich wollte ich auch noch nach neuen Schuhen schauen. Aber ich glaube, sie hatten sie nicht mehr in meiner Größe. Das heißt, die werde ich jetzt voraussichtlich nochmal online bestellen. Und ja, das wäre so mein Shopping bei Kremer gewesen. Und ja, da, wie ihr es sicher wisst, ne, im Winter wir sehr wenig Zeit haben, werde ich jetzt wahrscheinlich schnell in den Stall düsen, schon ein, zwei Sachen einmal mitnehmen, vielleicht sogar die Leckerlis und die Dose. Und werde jetzt auf jeden Fall was auch mit den Ponys machen. Ja, dann würde ich sagen, dadurch, dass das Video nach Weihnachten online kommt, aber vor Silvester, wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Rutsch. Bleibt gesund. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euch noch einen schönen Tag. Ciao!